So, da sind wir wieder. Ja, weiter geht's hier im nächsten Teil von Willingen, von der Radtankstelle, wo ich gerade eben getankt habe, im letzten Teil, wo ich aufgehört habe hier. Ich bin jetzt 109 Kilometer gefahren, habe nachgetankt 7,9 Liter, habe Rappel voll gemacht, also verbraucht die so um die 8 Liter die Maschine hier. Ich denke mal, sie wird so auch um die 16, 17, 18 Liter haben, muss ich nochmal nachlesen, was sie genau an Tankvolumen hat. Und gucken mal. Ja, hier, wo ich nochmal mit Kollegen bin hier. Und zwar hier vorne, ein Restaurant an der Tenne hier vorne. Da sind wir mal sehr oft, wo man sehr gut essen kann. Wo man schön die Mopeds abstellen kann, schön hier. Wenn wir in Willingen fahren, sind wir hier immer. Hier kann man schön als Motorradfahrer sich schon sitzen da vorne und Mopeds abstellen hier. Das ist richtig gut hier. Da sind wir halt sehr oft, auch sehr gerne. Riecht lecker essen, riecht es hier. Bisschen warten muss ich jetzt noch. Ich fahre jetzt mit euch von hier aus bis zum Diemelsee. Mal gucken, wie lange ich bis dahin brauche. Ich weiß gar nicht, weil ich habe eine Rundtour hier. Ich habe auch keinen Bock, die Karte groß zu machen, jetzt hier nachzugucken, wie lange ich brauche. Auf jeden Fall. Fahren wir jetzt hier schön Richtung Diemelsee. Wenn es so relativ schnell, wenn ich relativ schnell da bin, kurz da bin, dann mache ich wieder noch ein bisschen länger. Nach dem Diemelsee dabei oder mal gucken, wir schauen mal. Weiter sehen hier, wie lange das Video geht hier. Erstmal ein bisschen Willingen genießen hier. Da hinten geht es dann gleich links rum. Da wäre links rum. Also eigentlich könnte ich jetzt hier vorne durchfahren und wieder dann dahin kommen, wo ich eigentlich gleich hin möchte. Aber ich darf es nicht. Anlieger frei. Das weiß sogar Kalimoto, dass ich da nicht reinfahren darf. Schön. Kalimoto. Ja, Kalimoto hat mich so ein bisschen verzweifelt. Aber zum Verzweifeln gebracht, so ein bisschen. Wie wir in Frankreich gewesen sind. Also, es war nicht gut. Es war nicht gut. Wenn du da online fährst und du verfährst dich irgendwo, du hast kein Internet, dann ist das für den Arsch. TomTom ist da immer noch funktional. Im Verhältnis zu Kalimoto. Also, ich finde schon schade, so ein bisschen. Also, ich hoffe ja. Ich habe jetzt noch ein Jahr Kalimoto. Für 39,90 €. Die haben jetzt die Preise erhöht, alles so weiter. Und wenn sie was machen mit Staumeldungen, wenn sie was machen mit Empfang und Kartenverbesserungen, bin ich voll dabei. Aber auch die Ansicht hier mit den Rosa dann hier und so weiter, das gefällt mir nicht so. Da müssen sie mal gucken, also ein bisschen was anderes nehmen, irgendwie vielleicht. Ich finde es ein bisschen schade, was da so, ja, abgeht. Für 49 Euro, für 39 jetzt, für andere 49 Euro im Monat, im Jahr. Klar, sind auf den Monat gerechnet 5 Euro vielleicht. Hört sich nicht viel an, ist noch nicht viel eigentlich, aber wenn man überlegt, wie die mal angefangen haben damals, was sie jetzt nehmen, dann müssten sie noch ein bisschen mehr reinstecken. Auch wenn jetzt so ein Notruf-Assistent mit drin ist, eine Wetterkarte mit drin ist, das sind alles so Sachen, die interessieren mich überhaupt nicht. Dafür habe ich andere Apps im Grunde. Aber was viel wichtiger ist, halt wirklich hier Staumeldungen und die Kartenansicht. Muss ein bisschen schöner werden. Das ist so ein bisschen, also sobald du irgendwie kein Netz hast irgendwie, siehst du nur noch eine rosane Linie und keine Nebenstraßen mehr. Das finde ich schon ein bisschen traurig, ein bisschen schade auch. Muss ich wirklich sagen. Da bin ich so ein bisschen enttäuscht. Aber gut, andere finden es richtig geil, weil die kennen nichts anderes. Aber wenn du jahrelang so wie ich TomTom gefahren bist, bist du noch verwöhnte Göre hier. Oder bin ich auch. Trotzdem ist Kalimoto so ganz gut, streckenmäßig, streckenplanungsmäßig. Finde ich besser als TomTom. Das Perfekte wäre, wenn man über Kalimoto Strecken planen kann und die dann per GPX-Dateien bei TomTom einfügen könnte. Das wäre für mich das Perfekte. Das wäre perfekt. So. Sperrmauer. Sind wir schon da jetzt nachher die Besee? Nein. Hoplandstadion. So, wir fahren hier vorne weiter geradeaus. Das sind noch jetzt die 12 Kilometer. Und
Da vorne rechts hinter den Bäumen vorne müsste der Demelsee auftauchen jetzt gleich. Da geht das los, da müsste dann gleich auf 70 kommen, gleich irgendwo, glaube ich, hier. Ja, willkommen am Demelsee, hier rechts ist er. Gucken, wie voll er ist. Müsste eigentlich sehr voll sein. Jo, er ist sehr voll. Ja, guck mal. Na, schau mal. So, fahren wir da vorne mal kurz zum Diemelsee. Oh, zum Fährhaus am Diemelsee. Oder zur Pommesbude. Gucken wir mal, was auf hat. Schauen wir mal. Da kriege ich ein Stück Fleisch vielleicht. Schauen wir mal. Ja, jetzt wird immer sehen, ne? Schön, schön. So, hier ist der nächste große Parkplatz, ne? Ja, gleich da hinten um die Ecke kommt dann halt dann gleich das Fährhaus zum Demelsee und der Pommesbude. Ich glaube, Jupp heißt der, glaube ich, genau, Jupps Pommesbude. Ich denke mal, da werden wir ein paar Pommes essen, vielleicht schon, jetzt gleich schon. Hat noch irgendwie Hunger. Ich fahre jetzt hin bis zum Fährhaus, weil da gibt es lecker, 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 lecker. Da gibt es immer lecker. Gibt's immer lecker. Ach, hier sind wir schon. Ich fahre immer vorbei hier. Ich weiß auch nicht. Also hier ist schon mal viel los hier vorne, sehe ich gerade hier. Da vorne ist auch viel los. Und will mich jetzt hier schon verabschieden so ein bisschen. Ich gucke mal, ob die aufhaben hier. Schauen wir mal da vorne. Gibt schon Kaffee auf jeden Fall, das ist schön. So, halten wir mal vorne an hier und sagen mal bis gleich. Bis eben. Richtung Edersee. So, hier am Diemelsee geht's weiter. Richtung Edersee. Das Video war jetzt zu Ende. Kurz was gegessen da vorne hier. Rennen am Spaß da vorne. Und jetzt fahren wir schön weiter Richtung Edersee. So, haben wir schon vorne ein Foto machen gleich hier vorne an der Sperrmauer. Das ist so Standard, das gehört immer dazu, das Foto hier, wenn ich hier bin. Haben wir schon da vorne rechts ran, Sperrmauer im Hintergrund. Was haben wir immer hier? Mit der Maschine fehlt das noch. Gucken wir mal. Entweder hier oder andersrum. Ich glaube, ich stelle mich heute mal andersrum hier. Heute fahren wir einfach mal andersrum heute. Muss ja auch mal sein. Öfter mal was anderes. So, einmal kurz Foto machen hier und dann geht's weiter mit euch zum Edersee. Ja, die Rentner da vorne waren richtig gut drauf, die Rentner gerade. Die haben richtig Spaß an der Backen gehabt. So wie ich auch hier. Mit meiner Maschine. So, ja. Naja. So, ja, dann würde ich sagen, geht's von hier aus mit euch zum Edersee.
Kann man mal ein Päuschen einlegen am Edersee dann wahrscheinlich. Gucken, wie lange ich brauche von hier aus. Gucken, was ich bei Kali für eine Strecke angegeben habe. Muss überlegen gerade. So. Fahren auf jeden Fall rechts raus jetzt hier. Mit der kleinen Diva hier. Italiano. La 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 la. Na 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 na. Na 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 na. Oh Italiano. Shalalalano. Da 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 da. So. Einmal schön um den Diemelsee rum mit euch. Schlüppschild, machen wir doch. Weiter geht's. Und zack. Erledigt hier. So. Boah, Brühe schon gemacht. Brühe schon hat er gemacht, der Makomak. So. Immer noch in der Eingewöhnungsphase hier mit der Maschine. Der Klang ist schon toll. Ist schon toll, der Klang. Richtig, richtig toll, der Klang. Ja, ich bin mal gespannt so von den Bildern auch von der Heckkamera, wie die Bilder so sind, wie dann der Sound in der Heckkamera ist. Ja, interessiert mich einfach alles mal so ein bisschen hier. Wie gesagt, seid nicht böse, seid nicht sauer, wenn das Video jetzt nicht so richtig gut geworden ist. Das ist die erste Fahrt jetzt hier mit der Aprilia. Es steht heute ist einfach so Feintuning, Fehler ausmerzen, hier was, da was. Ich werde gleich nochmal am Edersee dann nochmal kurz die Insta hier anschließen hier, gucken, was die für Bilder macht. Ob ich den auf YouTube veröffentliche, weiß ich noch gar nicht. Insta für Instagram. Ja. Ja, da könnt ihr mich mal gerne verfolgen ein bisschen. Da wisst ihr eigentlich schon seit längerem, was das für eine Maschine geworden ist bei mir hier. Weil ich sehe immer in den Kommentaren hier, viele raten immer noch und raten falsch. Viele sagen dann, es wird eine Triumph. Andere sagen, es wird eine KTM. Wobei viele schon wussten, was es wird, die mich auf Insta verfolgen. Insta ist immer aktuell, ja, und YouTube ist halt wirklich je nachdem was wie ich Zeit habe. Jetzt zum Beispiel durch Frankreich, 2 Wochen konnte ich kein Video schneiden, davor hatte ich viel zu tun, ne? Aber Insta ist auch mal relativ, das ist ja eben schnell ein Foto gemacht, eben schnell reingeschmissen. Auf Instagram seht ihr auch, dass ich mir eine Insta 360, ne, X2 geholt habe. Und. Alles gut. Okay, aber freue ich mich, wenn ich endlich mal hier Dinge dann hier
höher ziehen kann. Leco mio! Wahnsinn, 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 Wahnsinn! Gerade Gas geben und dann zack, steht dann schöne Tippmannschaft. Naja. Aber so ist das. Nun ja, nun ja, nun ja. Also reinfahren kann, weiß ich gar nicht. Ich guck mal gerade jetzt hier. Erster Gang ist in der Müllerfuhr hier. Fahren wir mal kurz gucken hier. Ob ich da vorne in die Burg reinfahren kann. Das wäre ein schönes Foto da vorne. Guck mal, ob ich da ein schönes Foto hinkriege da vorne. Das wäre mal schön. Das wäre mal richtig schön, ja. Ah, herrlich. Den Garten hier und so. Ich guck mal kurz hier, ob ich hier was hinkriege. Fotomäßig. Was Schönes hinkriegen hier. Schönes hinzaubern hier. Das war mal richtig schön hier. Also die Aprilia, die wiegt eigentlich gar nichts hier. Die wiegt gefühlt nichts. Guck mal, wenn ich ein schönes Foto machen könnte vorne vielleicht. Das war mal richtig schön hier. Herrlich. Schauen wir mal. Weitwinkel. Richtig schön. So, weiter geht's.
So, weiter geht's. Ach ja. Warum denken nur zwei Kameras? Welche Kamera ist ausgegangen? Die hintere läuft noch. Vorne läuft noch. Laufen noch alle Kameras. 30, 36. Jo. So. Schönen Dank hier am Hof. Ich bedanke mich recht herzlich hier. Kurze Fahren hier. Dankeschön. Jetzt gucken wir das Mäuschen. Ja. Ich war halt zu Besuch. Also schon da hier am Edersee. Da vorne geht es links gleich. Zwei geile Kurven nach unten gleich noch. Ich hoffe, die Autofahrer da vorne fahren nicht links. Das ist gut. Zwei schöne Kurven vor mir. Ach, muss ich fahren doch. Den Reifen, wie sie runterkriegen kann. Kurve Nummer 1 da unten. Schauen wir mal. Machen kann ja. So, ich bin überlegen gerade hier vorne so ein bisschen, ob ich mal hier vorne rechts reinfahre gleich, Richtung Scheid, da bin ich noch nie gewesen, eine Sackgasse. Aber mal gucken, ob man dafür ein schönes Bild schießen kann von da aus irgendwie, gucken wir mal. Aber wenn man auch reinfährt jetzt hier. Jetzt ja direkt am Edersee entlang, nur von der anderen Seite. Aber es ist Sackgasse hier, geht nicht weiter. Aber egal, einen blauen Strich wieder mehr. Ach, aber von der anderen Seite gucken, wie es hier aussieht. Am Edersee. Okay, gut zu wissen, jetzt ein Parkplatz hier vorne, wo man mal anhalten könnte. Eine Bank schnacken könnte, Pause machen könnte. Gut zu wissen. Hier ist auch wieder einer, wo man auch anhalten könnte. Na guck mal. Einmal von der anderen Seite. Da muss doch irgendwas sein, wenn so viele hier reinfahren. Ja, auf jeden Fall sind wir hier am Edersee jetzt. Den ganzen Edersee entlang fahre ich jetzt nicht. Den kennen so viele von euch, den Edersee. Den sind schon so viele von euch wahrscheinlich schon gefahren hier.
Und das dann entlang zu fahren, unwichtig, nicht so interessant. Ich guck mal, wo ich hier hinkomme hier. Schau mal, ob ich ein schönes Foto machen kann da vorne gleich. Ich werde dann gleich mal die Insta 360 montieren hier. Ich werde mal mit der Insta am Edersee entlang fahren gleich schön. Gucken, was es für Bilder gibt. Dann gucken wir einfach mal. Ja, ich sag hier schon mal, danke fürs Mitfahren Richtung Edersee. Mit der Aprilia. Ist ganz anders die Maschine hier, ganz ganz anders als die Yamaha. Also ich habe mich immer nicht so richtig dran gewöhnt hier. Also die Lenkradhaltung ist halt wirklich sehr 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 nach vorne gebeugt. Das leichte Handling hier geht mit der Maschine nicht so wie mit der Yamaha. Die Yamaha war da, mit der Yamaha konntest du tanzen. Mit der hier musst du kräftig drücken. Richtig schön drücken hier. Und ja, da muss ich mich noch ein bisschen gewöhnen an die ganze Geschichte hier. Aber es wird kommen, es wird kommen, es wird sich alles legen so ein bisschen. Und ich denke mal auch für mich jetzt, noch nichts mehr im Grunde, ich komme auf jeden Fall auch ein bisschen weiter jetzt hier vom Fahren her, gerade mit der Maschine hier. Weil es ein sportliches Fahren ist, da habe ich mir die Maschine auch ein bisschen geholt hier. Weil es ein ganz anderes Fahren ist als ich mit der Yamaha. Und ja, ich sag mal hier am Edersee. Danke fürs Mitfahren, fürs dabei sein. Und wenn es gefallen hat, das Video hier, gerne abonnieren, ganz, ganz gerne abonnieren. Die Glocke anklicken, ja. Wenn ihr auf dem Laufenden sein wollt, immer die Glocke anklicken. Und gerne auch liken hier, kommentieren. All das, was ihr möchtet, kostet nichts, alles umsonst. Und ja, Schickwitz hier, gut zu wissen. Okay, ja, ich sag mal, ich lasse ein bisschen die Kamera laufen hier. Ne, dass für die, die noch nicht hier gewesen sind, auch mal sehen, okay, hier ist noch irgendwas. Hier leben auch Menschen. Und sag mal, bis zum nächsten Video. Euer Marco Mack. Ciao. Na guck mal, ich kann mich mal hinsetzen, kann man was essen hier, schöne hier an der Frittenbude hier, gut zu wissen. Das ist aber schön, sehr schön. Was Neues gefunden für unsere Clique. Wenn wir Pause machen wollen, mal irgendwo was essen wollen, können wir es hier machen. Sonst noch alles Campinganlagen hier, alles Campinganlagen hier, Wahnsinn. Auch hier, Gasthaus zur Fähre. Das soll ja auch die Fähre sein hier vorne, ne? Ich glaube, da unten wahrscheinlich hat sie früher angelegt. Sieht jetzt so sehr verlassen aus hier. Na, guck mal. So. Schauen wir mal, ob wir ein Foto machen können hier vorne irgendwo, ein schönes irgendwo. Parkgelegenheit habe ich ja schon gesehen, wo ich Foto machen kann. Mache ich auch gleich. Ja, das war alles hier so Dinge hier, ne? So im Gartenhütten, ne? Ja, was mir am meisten freut, ist hier vorne halt hier, dass man hier vorne sitzen kann, hier vorne schön großer Parkplatz hier. Zum mehreren Motorradfahrer mal hinfahren hier. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Pommeschmiede hier. Schön. Da brauchen wir hier mal bis ganz zum Edersee fahren, bis ganz hinten rum. Man kann hier mal was essen und kann hier rüber wieder andersrum zurückfahren. Das ist gut. Voll cool. Er kennt das auch hier. So. Okay. Ja, dann sage ich mal bis zum nächsten Video. Wenn es hier vom Edersee weitergeht, kreuz und quer Richtung, ja, Bischofen, die Ecke da. Gucken wir mal. Ich schau mal, ob wir vorne anhalten können. Vorne gleich hier. Das hier vorne sieht auch sehr schön aus hier oben. Der Bank da oben. So.